Ja, hallo und herzlich willkommen zu Do You Copy? Meine Fresse. Und heute mal mit der Webcam an einer anderen Stelle, was sehr, sehr interessant wird. Einfach mal ein bisschen umgebaut, Setup-mäßig. Mikro steht jetzt auch, obwohl das ist alles gleich geblieben. Der Bildschirm ist gleich geblieben, Tastatur, Mikro, alles. Nur halt die Webcam hat sich jetzt verändert. Und ja, das wird interessant. Heute spielen wir Do You Copy? Wieder ein sehr, sehr kleines Horror-Game. Ähnlich wie, verdammt. Wie, Killer Frequency. Also wir sind die ganze Zeit an einem Ort. Wir müssen, naja, werdet es wahrscheinlich selber sehen. Wir beginnen einfach mal. Ach. Das wird schön. Das läuft mehr oder weniger smooth. Wir spielen wieder in 2K mit Epic-Einstellungen. Use Breaker. Was? Okay. Wir sind auf einem Aussichtsturm. Das erinnert an Firewatch, muss ich tatsächlich sagen. Use Radio. Okay. Wir sind hier also auf unserem Turm, arbeiten hier anscheinend. Können wir die Map anschauen? Ich weiß nur, dass wir in diesem Spiel jemanden Anweisungen geben müssen. Okay. Tower 2, hier ist Tower 4. Okay. Weißt du, welcher Tower auch. Ich habe jetzt nämlich schon vergessen, welcher Tower wir sind. Zumindest der andere Tower hat jetzt seinen Dienst beendet und wir haben jetzt so den Watch. Wir müssen jetzt halt über den Park gucken, die Nacht über. Alles klar. Interessant. Und ich will jetzt einfach mal für das Video mal testen, wie es funktioniert, wie ihr mich hier seht und alles. Das wird interessant. Der hat jetzt da oben aus. Aber das sieht so geil aus. Das sieht so schön aus. Und ich glaube, das ist auch ein Spiel, was innerhalb von ein, zwei Wochen gemacht wurde. Hallo? Hallo? Ach, wir sind Tower 4. Dann hat Tower 2 eben nichts gemacht. Ja, hier ist Tower 4. Over. Okay, der hat unsere Frequenz auf einem der Schilder hier gesehen irgendwo. Und irgendwas verfolgt ihn und der hat sich verlaufen. Komm mal runter. Du musst jetzt ruhig bleiben. Wo bist du? Okay, irgendwas hat angefangen ihn zu jagen. Ich mach mal die Lichter für dich an, okay? Rennen ist nicht. Aber ich glaube, wir müssen ja im Spiel auch nicht großartig rennen. Oh ne, weg. So. Okay, er hat auf jeden Fall die Lichter gesehen. Das wird interessant. Ach so, stimmt. Wir müssen gar nicht mehr reden. Ja? Okay, er war einfach campen alleine. Ja, das könnte ein Fehler gewesen sein. Aber er hört sich jetzt schon wieder sehr beruhigt an. Nicht so, als ob ihn irgendwas jagen würde. Ich habe auch demnächst mal wieder vor, vielleicht mit meinem alten Mikro, was jetzt hier steht, das Blue Yeti, auch mal wieder was aufzunehmen. Keine Ahnung, vielleicht in so ein, zwei Wochen mal wieder einfach nochmal so einen direkten Vergleich zu haben. Welches jetzt ich jetzt am Ende besser finden würde. Ich würde sagen, das HyperX, weil das ein bisschen smoother aufnimmt. Auch sehr, sehr leise, aber... Ach da... Hier oben an der Stelle.
Wo muss er jetzt lang? Eigentlich so von ihm aus links. Nimm den linken Weg. Weil bei dem anderen da muss er Umweg laufen. Sagen wir mal, er ist hier gewesen. Dann müsste er hier lang laufen und dann müsste er weiter da lang laufen. Geht eigentlich. Ist das? Und die Vermissten anzeigen und The Goat Man. What the fuck ist das? Was? Renn, jetzt. Wieso? Wir haben uns auch verrammelt und jetzt fällt mir erstmal auf. Wir glauben anscheinend an das Vieh hier, oder? Sind wir Radiotypi oder sowas? Missing. Wie mir es auch jetzt erst auffällt, ne? Okay, wir sind auf jeden Fall diesem Vieh hier anscheinend auf der Spur. Da waren Augen. Da waren Augen. Nicht menschliches Schreien. Aber das sieht aus wie eine Taschenlampe, aber das ist kein Monster. Das ist einfach ein Baum runtergefallen. Ja, vielleicht. The fuck? Das Licht ist weg. Wenn er das war, dann... Ich glaube, der hat's verloren, okay? Okay, wo bist du? Wo bist du? Ich werde dich zu meinem Tower bringen. Wo sind wir? Tower 4. Wir sind da, wir sind hier. Er hat's nicht, er hat's gar nicht so weit. Okay. Was siehst du? Irgendwelche Wegzeichen? Ein See? Okay. Okay, und eine Mine. Also eine See, ein See und eine Mine. Warte mal. Ach, er ist da... Er musste hier irgendwo sein. Er ist wahrscheinlich hier durch den Wald. Okay, dann ist aber hier so ungefähr. Ja, ist gut. Ich gehe einfach auf den Seewörter lang. Was steht hier? Please remember about Bony. Was steht hier? Once properly. Okay. Na, nichts Wichtiges. Alter. BTF-Steuerung hat sich mega verzogen. Was zum Geier ist mit der Steuerung los? Controls. Okay, es geht wieder, was auch immer da jetzt war. Was beim Lake? Okay, wieder die Augen und die sind wieder weg, na toll. Prank dich nicht, Alter. Hat dir jetzt schon mal jemand gesagt, dass du paranoid bist? Ich weiß nicht, was ich eben mit der Steuerung verzogen hatte. Keine Ahnung. Ist bei einem Spiel, was ich innerhalb von ein, zwei Wochen gemacht hatte, vielleicht doch nicht so schlimm. Alles okay bei dir, Kumpel? Also er war auf jeden Fall beim See, er war da ungefähr. Tower 2, also er war wahrscheinlich auf der anderen Seite oder...
weitere Kreuzung. Schauen wir mal. Wo ist er? Wahrscheinlich hier, ne? Bei Gracewind Lake Pass. Hat da irgendwo, ne? Nein. Wie sollte ich das Gefühl haben, dass mich irgendwer beobachtet? Okay, das ist kein Mensch. Ich habe das Gefühl, dass wir hier jemanden zu uns holen, der... Ich verfolge dich. Das Gefühl, dass wir jemand, dass wir ihn zu uns geholt haben. Hello? Is anyone there? You're going to die out here. Was haben wir da zu uns geholt? Okay, wir sind wirklich besessen davon, den das Ding zu finden. Was? Was passiert? Komisch. Ich glaube, es gibt doch noch andere Enden. Aber was war das? Hä?